Der 11. Lauf des Jahres 2014 auf der 3,6 Kilometer langen Kurzanbindung des Nürburgrings mit der Trainingsbestzeit für Michael Ammermüller, seine dritte Pole Position nach Oschersleben und dem Norrisring. Für MRS GT Racing als Chimpla-Ersatz Jan van Aachen aus den Niederlanden auf Startplatz 2. Und der beste Rookie im Feld, das ist Porsche Junior Sven Müller für Project One auf Startplatz 3. 37 Autos, das gewohnt große Feld, steht parat, Rennen 1 am Samstag. Mit seinem exzellenten Start für Michael Ammermüller, schwarz-weißes Auto mit den grünen Außenspiegeln. Und dann geht's bei der Anfahrt zur ersten Ecke gleich schon mal zur vierten nebeneinander in die erste Kurve hinein. Kann so nie und nimmer gut gehen. Genauso ist es auch Clemens Schmitz, wird abgeklemmt, nach außen rausgedrückt. Starts im Mittelfeld. Gefilmt von Elia Erhardt, davor Daniel Annemann. Und steht beim Rausbeschleunigen richtig quer. Aber sehr viel mehr Trouble gibt's weiter vorne. Und auch noch vor ihm hier, vor Clemens Schmid, der im Kiesbett steckt. Denn in der Spitzengruppe, da kracht es mal eben richtig. Kurz vorm Anbremsen habe ich einen Kick hinten links aufs Rad bekommen. Und dann habe ich mich weggedreht, konnte das Auto nicht mehr einfangen. Und dann war es so eine Folge von ineinander Crashs. Und dann sind die alle in mich rein und ja. Dann war ein großer Schaden. In der zweiten Kurve kam es für Müller ein bisschen weit raus auf den Kunstrasen. Und dann bin ich auf meiner Linie gefahren, war neben ihm. Und plötzlich beim Einlenken taucht dann ein Attemptor-Auto links davon auf. Und die beiden ziehen zu. Ich war wie so das Fleisch in der Mitte beim Sandwich. Habe eigentlich nur noch die Augen zugemacht und gehofft, passiert nichts. Und dann sind eigentlich die beiden dann von außen ineinander reingefahren, also die beiden außen von mir. Und bin dann irgendwie heil durchgekommen. Und damit geht es ihm besser als vielen anderen. Zum Beispiel hier Alex Riberas, der von Tom Ledogar getroffen wird, während Peter Schothorst ganz innen in Gelb und Blau durchkommt. At the exit of turn two, I had the inside and we were side by side with the three of us into turn three. We break and I make the corner and if I look behind, I saw Sven was out. I don't know what happened between Jeffrey and Sven, but unfortunately Sven couldn't finish the race. Das Rennen wird per roter Flagge unterbrochen, um die Berge Rettungs- und Aufräumarbeiten durchziehen zu können. Für John Johnston, Rolf Ineichen, Robert Lukas, Tom Dillmer, Niki Thiem und die beiden Porsche Junioren Alex Riberas und Sven Müller ist das Rennen zu Ende. Für die Jungs bleibt nur noch die moralische Aufbauarbeit des Junior-Coaches. Und die waren innen und die haben sich berührt, dann haben sie dich auch noch berührt. Dann man sollte schon seine Lehren draus ziehen. Also Sven hatte einen sehr guten Start, war vorne in der Gruppe und hat dann ein bisschen die Tür aufgemacht. Zwei haben geglaubt, sie könnten da reinstechen und dann ist er leicht berührt worden von einem und hat eine Kettenreaktion ausgelöst. Das, was danach passierte, ist natürlich ärgerlich, aber nach dem Start sind alle so eng beieinander, dass dann natürlich eine Kettenreaktion vorprogrammiert war. Damit ist gleich schon mal ein halbes Dutzend der Piloten draußen. Nach der Unterbrechung geht's dann hinter dem Safety Car wieder los. Mit Michael Ammermüller das Ganze jetzt ein bisschen entzerrt, mit diesem speziellen Stand hinter dem Führungsfahrzeug. Michael Ammermüller, dann Jaap van Aachen, dahinter Peter Schothorst und dann das erste der Lechner Autos. Und draußen ist Bill Barazzetti, der B-Champion des Jahres 2012. Warum? Beim Restart zum Safety Car kommen er und Daniel Allemann im schwarz-weißen Auto sich hier ins Gehege. Fassungslosigkeit bei Bill Barazzetti, der für Tom Racing fährt. Mit Elia Erhardt vom Hochgeschwindigkeitspart des Nürburgrings hinein in die letzte Schikane. Da presst sich innen durch Christopher Bergkahn. Deutsch-Mexikaner von Furch Racing bei Lucas Motorsport, die 55. Und das hier ist Mike Halder als der fahrende Kameramann. Unmittelbar vor Antiburi, die 99 aus Finnland. Christopher Zöchling, der Österreicher, der für Konrad Motorsport fährt. Hinein in die Querspange. Und die Teamkollegin von Antiburi, die filmt dann eine ganz besondere Situation, nämlich die hier, als Christopher Bergkahn plötzlich ins Trudeln kommt. Von außen betrachtet sieht das Ganze wie folgt aus.
verliert das Auto beim Anbremsen der Kurzanbindung, stopft es einmal und dann gleich noch ein zweites Mal hinein in die Reifenstapel. Das Aus für den Teamkollegen von Robert Lucas. Weiter geht's zwischen Halder und Zöchling. Halder, einer der Rookies, Auszubildender für den Beruf des Kfz-Mechatronikers. Direkt aus dem Kartrennsport aufgestiegen in den Porsche Carrera Cup, fährt für Seifert Motorsport und wird immer stärker im Laufe der Saison. Genau wie auch Niklas Kentenich, der Rückkehrer in die Meisterschaft im rot-weißen Auto, hat sich zu Beginn des Jahres ein bisschen schwer getan. Mittlerweile hat er aber seine Rolle gefunden bei Aust Motorsport. Hier im direkten Zweikampf mit der Startnummer 8, mit Christian Engelhardt. Und das ist immerhin einer der ehemaligen Vizemeister im Porsche Carrera Cup und jemand, der in der Saison 2014 in Richtung Meisterkurs unterwegs ist. Genau wie der rennführende Amber Müller durch, dann Van Laren auf 2, Peter Schothorst, Attempto Racing 3, vor Schmitz und vor Siedler. Und der nächste Junior fährt sich in den Fokus der Betrachter, nämlich im schwarz-grünen Auto mit der 17, Lukas Schreier, 19 Jahre alt. Der zweitjüngste in der Meisterschaft hat sich einen ganz besonderen Sparringspartner hier ausgesucht. Mit Philipp Eng, immerhin der Auftaktsieger des Jahres in Hockenheim, einer der Routiniers. Und die ganze Passage hindurch durch die Mercedes-Arena über rund 800 Meter ist er in der Lage, Philipp Eng gegenzuhalten. Da geht es so um die Top-10-Platzierung bis runter zur 8. Position in etwa. Und dann gewinnt irgendwann die Routine, nämlich hier beim Einbiegen in die Kurzanbindung. Philipp Eng hat sich das hervorragend vorbereitet. Geht vorbei. Wolf Nathan, der führende Mann in der B-Wertung für Land Motorsport. Nach dem Unfall von Rolf in Eichen ist er in die Bresche gesprungen und fährt hier auf dem Platz des Schnellsten in der Amateurwertung. Ganz vorne Michael Ammermüller, die letzten Meter zurück zu Start und Ziel mit einem sehr, sehr deutlichen Vorsprung auf Jaap van Laren. Für MRS GT Racing auf Podiumskurs, wäre das erste Podium seit Zandvoort 2013. Das ist er durch auf Rang 2. Und der dritte im Bunde ist dann Peter Schothorst. Und mit dem Erfolg ist Michael Ammermüller nach Siegen gerechnet der erfolgreichste Fahrer im Kreis der bisher 7 Sieger. Ja, okay, es war jetzt ein Rennen, wo die anderen mal ausgefallen sind. Morgen starte ich von hinten und es sind einige andere vorne. Mal schauen, was passiert. Also die Meisterschaft dauert noch lange. Dieses Rennen war zwar gut für mich jetzt, natürlich von den Punkten her. Aber wie gesagt, es ist noch nichts gewonnen und natürlich auch noch nichts verloren. Neben dem Deutschen schreibt vor allem Jaap van Laren bei seiner Rückkehr in den Cup die Geschichte des Rennens. Ja, das ist echt super. Ein Gast starten und dann gleich auf dem Podium, das ist natürlich super und kann ich zufrieden sein. Genau wie auch seine Mannschaft von MRS GT Racing, die damit zurück ist im Geschäft. Für Peter Schothorst ist dieses Podium hier das erste im Porsche Carrera Cup. Aber 2 Stunden später folgt dann die Ernüchterung. Die Rennleitung korrigiert das Ergebnis wegen dieser Szene hier. Letzte Runde, letzte Schikane im Zweikampf mit Jeffrey Schmidt. Der Peter Schothorst geradeaus verschafft sich so angeblich einen Vorteil. In der letzten Runde, bis dahin lief alles fair ab. Und dann hat eigentlich der Fahrer vor mir, hat sich ein bisschen verbremst. Dann hätte ich die Schikane dann noch machen können, locker. Und hätte dann aber so viel Schwung verloren, dass ich ihn überholen hätte können. Und in dem Moment kürzt er einfach ab und bleibt dann auf dem dritten Platz. Und das finde ich dann nicht so fair. Kurven sind da, wenn man sie fährt. Nicht, damit man sie auslässt, damit man nicht überholt wird. A few hours after the race, I got the information I got a time penalty for missing the chicane. I look the wheels, I make a mistake, I miss a chicane. I don't gain any time, I don't gain a position. However, I get a 10-second penalty. I think this is not fair, but again, it's a race director decision and I cannot argue with that. Sonntag, Rennen 2. Der Startplatz des Trainingsschnellsten bleibt nach dessen Unfall am Samstag leer. Auto kaputt. Das ist, sieht schwer aus jetzt. Also ja, nach so einem Rennen ist eigentlich das Schlimmste, was passieren konnte. Und ja. Und ja, oh ja, viele Fragen bleiben offen. Team wird aus dem Titelkampf raus sein. Sven Müller auf Startplatz 2, er darf nicht aufrücken. Und Peter Schothorst in der zweiten Reihe auf Startplatz 3. Die Reihe wird komplettiert durch seinen Widersacher vom Samstag, nämlich Jeffrey Schmidt im Lechner Carrera. Leicht reduziertes Feld,
Sechs Fahrer können nach den Unfällen am Samstag nicht mehr teilnehmen, stürzen sich nun knapp 30 Autos in den Lauf am Sonntag. Mit seinem exzellenten Start zugunsten von Sven Müller, Peter Schotors Sohn, naja, aber besonders gut aus den Startlöchern herausgekommen ist Christian Engelhardt. Im grün-weiß-blauen Auto mit der Startnummer 8 hier von Konrad Motorsport, unmittelbar hinter seinem Teamkollegen Christopher Zeuchling. Ganz vorne Sven Müller, das ist gelb und rot. Dann Peter Schotors, dann Jeffrey Schmidt in der Spitzengruppe mit dabei. Und dann die beiden Konrad Carrera im direkten Zweikampf mit Philipp Eng, dem Teamkollegen von Sven Müller bei Project One. Ganz typisch die Zweikämpfe. Zentimeter, Millimeter Abstand. Auch mal ein bisschen weiter rausgehen im Bereich der Mercedes Arena. Jetzt runterbremsen, einlenken, Kurzanbindung. Und da kracht's auch mal ein kleines bisschen. Aber im Gegensatz zum Samstag alles okay, bis auf diesen Fehler von Sven Müller. Zu spät beim Einlenken, beim Anbremsen der MGK-Schikane. Der rutscht nach außen, das hat mehrere Folgen. Erstens, er verliert an Boden, zweitens an Schwung. Das ist die Chance für Peter Schotost. Der geht längsseits. Kann er das jetzt durchziehen? Kommt jetzt zurück auf die Start- und Zielgerade. Hochschalten und dann das Beschleunigungsduell hinunter in Richtung der Mercedes-Arena. Peter Schotost geht den Weg alleine. Und Sven Müller und Jeffrey Schmidt, die bilden so eine Leidensgenossenschaft, schieben sich gegenseitig dort runter. Und dann kracht es zwischen Sven Müller und Peter Schotost. There was very little space for Sven, but he did went for it. At the end, if I really want to keep my place, I had to defend even more towards the white line, so he had no chance. So yeah, at the end, I have to find a mistake at myself. Ich war daneben, hat probiert reinzuziehen und dann hat er sich weggedreht. Also es war ungünstig. Rennunfall würdest du sagen? Ja, vielleicht. Ja, wahrscheinlich. Sagt im Nachhinein auch die Rennleitung, es gibt keine weiteren Bestrafungen gegen die beiden Piloten. Michel Gatting, gerade ausgeschossen. Sieht aus, als hätte sie sich völlig verbremst. Aber der Grund ist ein anderer. Völlig wehrlos. Mit einem Reifenschaden hinten links hat sie nicht den Hauch einer Chance, den Attento Porsche abzufangen, kann ihn gerade noch so geschickt zwischen den Gegnern durchzirkeln. Philipp Eng, Jeffrey Schmidt und Sven Müller, die ersten drei jetzt ganz dicht zusammengewachsen. Und Eng versucht die Doppelführung zu holen für Project One. Längsseits Jeffrey Schmidt. Und das funktioniert auch. Und damit die Reihenfolge auf den beiden ersten Positionen. Sven Müller vor seinem Teamkollegen Philipp Eng. Und wieder ist es Lukas Schreuer, der auch am Sonntag eine exzellente Figur innerhalb der Top 10 abliefert. Was am Samstag noch Philipp Eng, der Routinier, sucht er sich jetzt als Sparringspartner Michael Ammermüller. Und das ist immerhin einer der Tabellenführer. Macht das exzellent und da kracht zwischen Christopher Gerhardt und der 29 Rolf Ineichen im Bereich der Querspange. Und Gerhard bezahlt das Ganze mit einem geborstenen Kühler. In Eichen an die Box, bummelt eine Drive-Thru ab. Und bei Gerhard ist es so, da geht nichts mehr mit dem Auto. Das Ganze spielt sich im Mittelfeld ab. Aber weiter vorne, da kommt es kurz vor Rennende zu einer strittigen Szene zwischen Christian Engelhardt und Clemens Schmitz. Ja, er war auf der Geraden hoch zur MGK-Schikane sehr nah dran, ist dann ich bin Kampflinie gefahren, in eine sehr, sehr enge Lücke rein, hat extrem spät gebremst. Das ging eigentlich gar nicht und ist dann vorbei, aber hat die Schikane abgekürzt. Nachdem dann sofort der Christopher Zöchling auch noch vorbeigefahren ist oder daneben war, habe ich auch keinen Grund gesehen, da noch einmal langsam zu machen, weil ich habe mir nichts vorzuwerfen. Er hat da zweites Mal die Spur gewechselt und dadurch habe ich eigentlich gar keine Möglichkeit gehabt, außer geradeaus durch die Schikane zu fahren. Schmitz erhält für dieses Manöver von der Rennleitung eine 10 Sekunden Zeitstrafe, wird damit hinter Christian Engelhardt zurückfallen. Weiterhin vorne in der B-Wertung, auch am Sonntag, Wolf Nathan für Land Motorsport. Und an der Spitze geht's jetzt zur Sache. Da fahren die beiden Gelben, Sven Müller vor Philipp Eng, der Druck des Routiniers auf den Junior. Dann war auf einmal der Sven vor mir. Da habe ich natürlich am Anfang ein bisschen aufgepasst, habe versucht, ein bisschen unter Druck zu setzen. Hat einen klitzekleinen Fehler gemacht, dann konnte ich innen vorbei und das Rennen nach Hause fahren. War ein bisschen optimistisch auf der Bremse. Es war das erste Mal, wo ich im Trockenen hier gefahren bin, am Nürburgring. Und da kannte ich die Bremspunkte leider noch nicht. Und da war ich ein bisschen zu spät auf der Bremse und dann habe mein vorderes rechtes Rad blockiert. Und ja, dann ist er vorbeigefahren.
Trotz allem exzellente Vorstellung für den jungen Mann in seinem ersten Jahr. Jaap van Laachen gegen Clemens Schmid. Van Laachen hat noch die Oberhand, aber das Auto klingt komisch. Ganz deutlich der Drehzahlbegrenzer zu hören. Clemens Schmid zieht vorbei. Viele andere auch. Urplötzlich wird Jaap van Laachen auf dem MRS GT Porsche deutlich langsamer, verliert gewaltig an Boden. That was the problem. The screw was loose. And then in the end, in the last corner, I tried to upshift to fourth gear. Nothing happened. Try again. So many cars overtake me. And then I saw my pedal was in this way. So I turned it in this way. And then I hold it all the time. So when I turn in, I went in this way, like this, and backwards. So I was 2 seconds slower, but I finished eighth. So still good points. But yeah, really unlucky. Tja, trotz des technischen Problems ist Jaap van Laachen mit seinem Auftritt im Porsche Carrera Cup für MRS GT Racing mehr als zufrieden. Genau wie die Herrschaften an der Spitze auch, rund um den Teamchef, um Hans-Bernd Kamps. Da gibt es eine Doppelführung hin in Richtung des Podiums für Philipp Eng. Das wird der zweite Laufsieg der Saison 2014. Wir hatten hauchdünn übrigens von Teamkollegen vor Sven Müller. Und Clemens Schmid hier noch auf Platz 4, aber die Zeitstrafe, die wird ihn zurückwerfen. Engelhardt unmittelbar dahinter, er wird Vierter werden und damit die Führung in der Meisterschaft übernehmen. Philipp Eng und die schönen Sekunden des Ankommens beim Team. Mit dem Sieg auf dem Nürburgring holt er den zweiten Laufsieg der Saison in einem ganz besonderen Zweikampf, weil unter Teamkollegen. Wir sind zum Glück nicht in die Position gekommen, dass wir uns berührt haben, weil sonst hat der Paul Schlotmann zu mir gesagt, ich hätte dann gleich auf die Autobahn fahren können und mich nie wieder blicken können. Das ist im Übrigen der technische Leiter, der Boss der beiden, Philipp Eng. Er holt den Laufsieg auf dem Nürburgring.